Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate und wir spielen, wie versprochen, in der letzten Folge mit der Hauptmission weiter. Mal gucken, was es jetzt so los gibt. Was jetzt so los ist, eher gesagt. Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios, Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut, jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Oho. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gern. Ja, das würde ich auch sagen. Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? Sie müssen verstehen, ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Malcolm Milner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Was genau hätten Sie davon, mich zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das. Ja. Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anregend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet, um Attaway Transport zu dem zu machen, was es ist. Ich lasse nicht zu, dass mich irgendjemand... Der gehört zu Milner! So ist es recht. Komm schön weiter. Ich kann nicht noch einen Bus verlieren! Ja, weiter, Mädchen. Ach, der Bus ist jetzt verloren. Braves Mädchen. Mist. Auf geht's. Oh, und unser Bus sieht auch nicht mehr so richtig gut aus. Langsamer. Hier ist ein gutes Pferdchen. Kann ja ein bisschen heikel werden. Also können wir nicht so ein bisschen schleudern? Ah ja. Braves Mädchen. So ist's recht. Jetzt fahren wir mal auf der richtigen Straßenseite, so wie es sich gehört. Ist aber ziemlich langsam, muss ich sagen. Ein von Millers Ach, der haut die ganze Zeit vor mir ab. Und ich fahre ihm die ganze Zeit her und ich bin zu langsam für ihn. Wieso? Weiter, Mädchen. Gibt's wieder so Missionen, die wirklich lahm sind? Ja? Da vorne ist der. So, komm schon. Auf geht's. Können die nicht mit diesem Bus etwas schneller fahren? Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Ja,
Ja, Jacob, hör auf, das Pferdchen zu verhätscheln. Und hol dir diesen scheiß Typen da vorne. Ja? Ja, kann ich schießen? Nein, kann ich noch nicht. So. Auf geht's. Den habe ich weggemacht. Jetzt muss ich nur zur Omnibusstation. Braves Mädchen. Fortfahren. Den Millers Betriebsbahnhof erreichen. Gut. Weiter, Mädchen. Dazu müssen wir natürlich einmal drehen und jetzt komplett wieder zurückfahren. Und wie weit ist das? Ach, nicht so weit. Gut, das passt. Aber ich habe jetzt dummerweise keine Munition mehr. Ah ja. Passt. Mach langsam. Wer ist ein gutes Pferdchen? Malcolm Myrna. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Paxin muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkesin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Okay. Einen Weg finden, die Omnibusse zu zerstören. Ich habe dummerweise nur noch eine. Euch kann ich. Na? Gut. Ich glaube, ich habe so ein paar von meinen Leuten verloren. Aber... Den kann ich stoßen. Machen wir das mal. Hau ruck, Jacob. Ups. So. Komm schon. Du bist ein starker Mann. Ich weiß nicht, ob man das wirklich schafft, so durch den Matsch und so. Aber warte mal, das ist... Die haben Parkscene hier drin geladen. Ist das nicht so ein... Die Lunte ist gelegt. Oh. Ups. Das ist doch jetzt nicht wirklich deren Ernst. Nein. Naja. Gut. Machen wir das Ganze nochmal von vorne. So. Diesmal machen wir das vielleicht etwas
interessanter. Zwar nehmen wir die Gang mit, aber... laufen hier hoch. Und, Hallo? Oh, Multikill. Aua. Wirklich? Hi. Es war schlecht, dass du noch nicht fertig warst. Ich dachte eigentlich, ich hätte dich schon... Na, gut. Genau, stoßen. Hau ruck, Jacob. Komm, gib mal ein bisschen Gas. Und diesmal müssen wir ein bisschen weiter weglaufen, würde ich sagen. Damit das Ganze nicht uns in Stücke reißt. Denn die Explosion war schon etwas heftig. Die Lunte ist gelegt. So, komm. Nein, Pistole bitte. Ha, guck mal. Das reicht doch. Na, wie schmeckt Ihnen das? Ich sehe schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht. Nicht so. Ich frag mich eigentlich. Oh. Ja, haben wir nicht geschafft. Passiert. Komm ich nicht rüber und verpasst ihn auch. Oh. Kämpfen so ein paar gegeneinander. Okay, damit wir sind fertig. Wir haben einen Punkt bekommen. Und wir haben hier noch so ein paar Erinnerungen. Ich würde sagen, wir machen mit einer von dieser Charles Dickens Verschwörung weiter. Wir haben jetzt 13 Minuten. Wir machen... Ich weiß, was wir machen. Wir sind ja gerade in diesem Stadtteil. Wir machen die letzte Kopfgeldjagd, um diesen Stadtteil zu befreien. Und danach erobern wir diesen Stadtteil noch. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen voreilig. Naja. Passiert. Mal machen. Hoch mit uns. Und weiter. Hier haben wir nämlich auch schon einen gemacht, das weiß ich. Zwischen den Häusern. Und hier kommt gleich der nächste. Genau. Ja, das Ziel Leben zurückbringen. Das ist nur das Ziel, ja? Muss nicht unbedingt sein. Oh,
me, I swear. Hallo. Ja. Wunderschön. Schön, wie viel du da schon umgebracht hast. Kann ich dich jetzt so ein... Ich mache es nicht vor. Ich weiß auch, wie du bist. Wie ich bin? Was soll das denn bitte heißen? Das heißt... Was glaubst du, wer du bist? Nicht ein Wort. Was glaubst du, wer du bist? Nimm deine Drecksgriffe da weg! Hilfe! Polizei! Das reicht. Läufst du eigentlich jeden Tag rum und greifst Unschuldige an? Unschuldig? Wärst du unschuldig, dann wäre ich nicht hier. Was ist schlimm daran, Rennen zu fahren? Schlimm ist, dass du deine Konkurrenten umbringst. Oh. Komm ich da vorbei? Komm her, dann bist du tot. Genau. Und wie kriege ich den jetzt da vorne? Ist noch etwas zu weit weg. Jetzt ist alles in Ordnung. Tragen. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Kutsche. Dann kommen wir mit dem weg. Hey! Guck mal, da haben wir direkt einen Fahrer. Das ist doch schön. Fahren. So, wo müssen wir hin? Nur ein paar hundert Meter. King. Ja. Ich meine, in 2 Tagen mache ich meine erste Fahrstunde für den Anhängerführerschein. Wenn ich mich da so anstelle, dann kann das was werden. Ja. Ich hab's geschafft. Der hat Minderwertigkeitskomplexe. Ach ja, dann auf zum Revier. Schurkenstadt freigeschaltet. So, wir sind bei 18 Minuten. Das mache ich nächste Mal. Würde ich sagen. Und bis dahin, haut rein.